Hey Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute gibt's das Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Video. Ich habe euch nämlich gefragt auf Instagram, ob ihr das ja sehen möchtet oder ob ihr jetzt schon alle Geschenke gekauft habt, weil die Läden ja zurzeit geschlossen sind wieder. Und ihr meintet, dass ihr das ganz gerne hättet. Und jetzt habe ich mir ein paar Geschenkideen rausgesucht, die man jetzt auch noch besorgen kann, halt im Einkaufsladen oder in der Drogerie. Also die meisten Sachen habe ich in der Drogerie gekauft. Auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, starten wir mit dem ersten Geschenk. Das erste Geschenk sind diese Bienenwachstücher. Die sind super schnell gemacht und die sind halt ein guter Ersatz zur Alufolie oder Frischhaltefolie und sehr umweltfreundlich. Also so ein Bienenwachstuch kann man richtig lange benutzen und man kann da drin alles einwickeln, außer rohes Fleisch, und es bleibt dann halt frisch. Zum Beispiel das Pausenbrot kann man da drin auch einwickeln. Ich finde das eigentlich ein ganz süßes Geschenk für die Mutter oder die Oma. Und dafür braucht ihr einmal Bienenwachs. Also ich habe das jetzt in Form von Kerzen benutzt. Also ein paar Kerzen hatten wir noch zu Hause. Und die Packung, die ihr da seht, die habe ich mir bei DM gekauft. Die gibt es bei den Christbaumkerzen. Dann braucht ihr noch Stoffe. Also ich hatte jetzt noch ein paar Stoffreste zu Hause. Aber wenn ihr keine zu Hause habt, dann könnt ihr auch einfach ein Geschirrhandtuch kaufen. Oder einfach einen Stoffbeutel. Die gibt es ja an jeder Kasse mittlerweile. Und daraus dann euch euer Rechteck zusammenschneiden. Dann braucht ihr noch Backpapier, damit euer Blech nicht so zusifft mit Bienenwachs, und halt einen Ofen. Zuerst habe ich die Tücher glatt gebügelt, damit da auch ja keine Falten drin sind. Und dann kam ich schon zum anstrengenden Part. Und zwar musste ich die Kerzen klein hackeln in kleine Stückchen, damit die besser schmelzen können. Der Part hat auch am längsten gedauert, und mit den alten Kerzen war das ein bisschen schwieriger als mit den Kerzen, die ich bei DM gekauft habe. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr nicht den Docht mit reinnimmt, also in die geschmolzenen Stückchen. Das ging aber bei meinen Kerzen super leicht, also ich konnte den Docht richtig gut abziehen. Dann habe ich mir auch schon meinen Stoff zurechtgeschnitten. Also ich habe einfach Pi mal Daumen geschaut, wie groß die Fläche sein soll. Ein Tuch ist zum Beispiel bei mir größer als das andere. Halt je nachdem, wie groß das Essen dann ist, was man da drin einwickelt. Ein Pausenbrot ist ja nicht groß. Dann habe ich mir auch schon das Backblech genommen, das mit ganz viel Backpapier ausgelegt. Also nicht ganz viel, ich habe einfach eine Schicht Backpapier draufgelegt, aber halt so, dass das ganze Blech ausgedeckt ist, damit halt kein Bienenwachs daneben kommt, weil das fände meine Mom, glaube ich, nicht so lustig. Auf jeden Fall habe ich dann das Tuch draufgelegt und halt die Bienenwachsstückchen drüber gestreuselt. Halt, da habe ich auch geschaut, dass das nicht zu viele sind, damit das, also es können nicht zu viele sein, aber dann bleibt halt ziemlich viel Rest über, und das wollen wir ja nicht. Deshalb habe ich halt einfach ein bisschen nach Gefühl gearbeitet. Und dann kommt das Tuch für 20 Minuten bei 50 Grad Umluft in den Ofen, und ich habe immer mal wieder geschaut, ob die Stückchen schon geschmolzen sind, weil es kann sein, dass die bei euch länger brauchen oder nicht so lange, je nachdem wie groß die Stückchen halt sind. Außerdem sieht man ja, wo das Wachs hinfließt, und ich habe dann also immer, wenn ich geschaut habe, habe ich halt ein paar trockene Stellen gesehen, und dann habe ich da halt noch ein bisschen Wachs drüber gestreut. Nach 20 Minuten habe ich das Tuch dann auch schon wieder rausgenommen und nochmal mit einem Backpinsel bestrichen, also damit sich das Wachs noch besser verteilt. Aber wenn ihr genug Wachs drauf gemacht habt, müsst ihr diesen Schritt auch nicht machen. Auf jeden Fall musste dann das Tuch auch noch auskühlen. Das braucht echt nicht lange. Ich bin damit kurz rausgegangen, habe so ein bisschen rumgewedelt, und dann war das auch schon fertig. Also dieses DIY braucht echt nicht lange. Weil ich ein bisschen sparsamer mit dem Wachs gewesen bin, habe ich dann auch noch gesehen, dass ein paar Stellen am Rand nicht wirklich mit Wachs bedeckt waren. Deshalb habe ich das abgeschnitten, und dabei habe ich gemerkt, dass da halt eine super saubere Kante dadurch entsteht, weil der Stoff dann sich nicht so faltig wird. Weil wenn man den Stoff einfach so schneidet, dann kann es ja sein, dass der so ein bisschen faltig wird und ungerade. Aber wenn man das mit dem Bienenwachs dann schneidet, dann wird das so eine saubere Kante. Das ist echt krass gewesen. Also fand ich schon cool. Und ich finde die Idee eigentlich richtig gut, weil das ist ein super guter Schritt Richtung Müll vermeiden und Umwelt. Also das ist ja ein aktuelles Thema. Und da bringt so ein Tuch, glaube ich, schon viel.
Kommen wir jetzt zum nächsten DIY und das ist dieses Kerzentränen-DIY, was gerade voll auf Instagram rumkursiert. Also es machen ja gerade richtig viele und ich wollte das auch ausprobieren und dabei ist ein kleiner Fail entstanden, aber am Ende habe ich nochmal die Kurve gekratzt und das sieht eigentlich jetzt richtig cool aus. Für das DIY braucht ihr einmal Kerzen, dann eine Schüssel mit heißem Wasser, was aber nicht kocht, ein Brettchen und ein Nudelholz und Frischhaltefolie. Zuerst legt ihr die Kerzen in heißes Wasser ein. Bei mir hat das jetzt 10 Minuten gedauert, bis die weich wurden, aber es kann halt länger oder kürzer brauchen, je nachdem, wie warm halt euer Wasser ist. Und ihr könnt ja einfach mit dem Finger so kurz dran dütschen und dann seht ihr, ob die Kerzen weich sind. Bei mir waren die großen Kerzen, also die roten, die ihr hier seht, nach 20 Minuten weich und die weißen, die ihr in diesem Video seht, die sind gar nicht weich geworden. Und weil das eben billige Kerzen waren, hat sich die Farbe auch schon abgelöst in dem Wasser und es sah schon gar nicht mehr richtig schön aus. Aber ich habe es auf jeden Fall trotzdem probiert und dafür braucht ihr dann halt das Brettchen. Am besten kein Holzbrettchen, aber wenn ihr nur ein Holzbrettchen halt zu Hause habt, dann könnt ihr das einfach mit Frischhaltefolie umwickeln, damit halt das Wachs nicht in die Rillen vom Holzbrettchen kommt. Und da, wo ihr das dann platt gerollt habt, dann dreht ihr die Kerze einfach immer ein bisschen ganz vorsichtig. Und hier seht ihr, das hat bei mir nicht ganz geklappt, weil das halt einfach eine billige Kerze war und die ist dann so gebröselt und das sah gar nicht schön aus. Also es sah wirklich richtig hässlich aus. Deshalb habe ich das nochmal mit anderen Kerzen probiert. Ich hatte ja aus dem ersten DIY noch eine ganze Menge Bienenwachskerzen und mit denen habe ich das dann einfach auch nochmal probiert, weil ich wollte es irgendwie hinbekommen. Und mit denen hat es dann geklappt. Also es sieht super schön aus, wenn man die so dreht und man kann dann halt entscheiden, wie viele Umdrehungen man haben möchte. Also ich habe bei manchen zwei und bei einer habe ich auch nur eine gemacht und ich finde das Ergebnis richtig schön. Und der Vorgang mit diesen Bienenwachskerzen war genau derselbe wie mit den billigen Kerzen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann diese kleinen Kerzen benutze, weil die kleinen Kerzen, die sehen ja echt ein bisschen klein aus, ein bisschen pupsig im Gegensatz zu den großen. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich dann noch schnell Kerzenständer selber und das habe ich mit Salzteig gemacht. Dafür braucht ihr einmal Salz, Mehl und Wasser und natürlich eine Schüssel und ich habe zum Umrühren noch einen Holzlöffel benutzt. Von dem Salz und von dem Wasser braucht ihr jeweils einen Becher. Und ich habe das Salz zuerst reingemacht und dann das Wasser und habe das erstmal verrührt, weil ich hatte nur grobkörniges Salz bei uns zu Hause. Und ich wollte das halt so ein bisschen auflösen, deshalb habe ich das erstmal umrührt. Und dann kam das Mehl dazu, da habe ich zwei Tassen genommen, also zwei Becher. Es war genau dieselbe Größe, auch wenn der Becher eine andere Farbe hat. Ich wollte halt einfach nicht diesen nassen Becher noch benutzen, weil dann klebt ja das Mehl da dran fest. Dann habe ich das Ganze umgerührt und so lange umgerührt, bis halt die Konsistenz teigartig war. Wenn das noch zu klebrig ist, könnt ihr gerne noch ein bisschen Mehl dazu schütten und dann könnt ihr auch schon eure Kerzenständer formen. Also dafür habe ich zuerst Kugeln in meiner Hand geformt und schon mal auf das Backpapier draufgelegt, also auf das Blech, wo halt auch schon Backpapier drauf war. Und dann habe ich mit der Kerze, die ich halt benutzen wollte, einfach Löcher reingemacht und ich weiß, das ist eine blöde Arbeit. Also ich habe die Kerze davor immer nass gemacht, habe das da reingedrückt und manchmal ist der Teig dann wieder hochgekommen, dann musste ich nochmal und nochmal und nochmal, bis er halt unten geblieben ist. Dann habe ich das Blech bei 100 Grad Umluft für eine Stunde in den Ofen geschoben und nach einer Stunde habe ich die ganze Temperatur nochmal erhöht auf 150 und dann blieben die Kerzenständer nochmal eine Stunde da drin. Das Ganze habe ich abends gemacht und habe die dann einfach über Nacht drin gelassen mit der Resthitze von den 150 Grad, damit die nochmal ein bisschen länger aushärten können. Natürlich könnt ihr die Kerzenständer dann so lassen, das habe ich auch mit ein paar gemacht, oder anmalen oder ansprayen. Das finde ich hat auch einen ganz schönen Look. Also ich habe die jetzt rot und silber angesprayt und das sieht so schön aus. Ja, und das war's jetzt auch schon mit dem DIY. Das war auch echt super easy. Und ich finde, das sieht echt irgendwie richtig cool aus, auch wenn es ursprünglich eine andere Idee war. Kommen wir zum nächsten Geschenk und zwar ist das dieser süße Teebeutel. Den habe ich selber gemacht, ist ja offensichtlich. Auf jeden Fall ist der perfekt für meine beste Freundin, die liebt Tee einfach über alles. Und meine Mom, die trinkt auch ziemlich gerne Tee, genauso wie meine beiden Großeltern.
Und der ist echt super easy gemacht und auch sehr umweltfreundlich. Was ich jetzt nicht gefilmt habe, aber auf jeden Fall gemacht habe, ist den Stoff, den ihr benutzen wollt, einfach in ganz heißes Wasser reinlegen, damit alles Schädliche sich rauswäscht, weil da sollen ja später Lebensmittel rein und das ist halt nicht so gut, wenn man das davor halt nicht wäscht. Und um den Stoff dann trocknen zu lassen, könnt ihr ja ihn einfach trocknen lassen oder einfach trocken bügeln. Dann ist der Stoff auch wieder schön glatt. Und all die Sachen habe ich bei mir im Supermarkt gefunden. Also ich war bei Edeka einkaufen, da gab es Nadeln und Faden. Die hatte ich jetzt zu Hause, aber hätte ich kaufen können. Dann die Kordel habe ich bei Edeka gekauft. Dann hätte ich zum Beispiel den Jutebeutel auch bei Edeka kaufen können, aber auch bei DM. Und Knöpfe, glaube ich, gibt es auch bei Edeka, weil wir haben so eine große Knopfsammlung. Deshalb habe ich da jetzt nicht nachgeschaut. Aber in solchen Selbstnäh-Kits gibt es immer Knöpfe, weil wenn ein Knopf halt reißt, dann braucht man natürlich einen neuen Knopf. Aber wenn ihr jetzt keinen Knopf findet, ist es auch nicht so schlimm, der ist nur optional, also der macht es irgendwie schöner, aber den braucht man jetzt nicht wirklich. Zuerst habe ich aus dem Jutebeutel Rechtecke ausgeschnitten, die waren 12 cm x 16 cm breit und daraus habe ich dann einfach drei Stückchen rausgeschnitten, das ging perfekt raus, also aus meinem Jutebeutel. Man kann natürlich mehr ausschneiden, aber ich hatte jetzt eh nicht so viel Zeit, deshalb habe ich nur drei gemacht. Dann schneidet ihr 30 cm von der Kordel ab und legt die mittig auf euer Tüchlein, also mittig oben und klappt das dann halt um, sodass so eine kleine Tasche entsteht und die sollte 1 cm breit sein. Und da drin halt eben die Kordel. Und das Ganze macht ihr mit der längeren Seite, also mit der 16 cm Seite. Ich zeige euch jetzt hier, wie man das mit der Hand machen kann, weil ich weiß, dass ganz viele keine Nähmaschine zu Hause haben und ich habe für die Tasche, also für den Teebeutel mit der Hand, habe ich eine halbe Stunde gebraucht und mit der Nähmaschine 5 Minuten. Aber wenn man sich eine Serie anmacht, dann geht die halbe Stunde ja auch richtig schnell vorbei. Aber kommen wir zurück zu dem gefalteten Teil. Das habe ich nämlich zuerst mit der Hand fixiert. Also da habe ich ganz grobe, ganz große Stiche einfach gemacht, damit halt das dran geheftet ist. Und dann kam es zur Feinarbeit. Da habe ich dann ganz viele kleine Stiche so hoch, runter gemacht. Ganz sauber habe ich versucht zu arbeiten. Und das ging echt richtig schnell vorbei. Also man merkt gar nicht, dass die halbe Stunde an einem vorbeizieht, um ehrlich zu sein, wenn man die ganze Zeit halt so näht. Als nächstes habe ich dann die beiden Seiten aufeinander geklappt und da ist es ganz wichtig, dass die spätere Außenseite innen ist, also die schöne Seite. Und zuerst habe ich die beiden Fäden von den Stichen, die ich gerade gemacht habe, aneinander geknotet. Achtung, ihr dürft nicht die Kordeln aneinander knoten, sondern diese ganz dünnen kleinen Fäden, den Faden, den ihr halt benutzt habt, um halt das zu vernähen. Und jetzt habe ich die beiden offenen Seiten einfach nur noch aneinander genäht. Also ihr müsst da auch keine Hilfsstiche noch machen, weil die sind ja schon aneinander gelegt. Deshalb braucht man da keine Heftstiche. Und die habe ich auch wieder mit ganz kleinen, feinen Stichen zusammengenäht, sodass halt so eine Tasche entsteht. Die Tasche habe ich dann einfach umgeklappt. Das geht auch richtig easy. Ihr müsst nur ein bisschen mit den Fingern dann halt reinstochern, damit die Ecken schön werden. Und dann kommen wir jetzt noch so ein bisschen zum Feinschliff. Und zwar habe ich dann einen Knopf daran gemacht. Für den Knopf habe ich zuerst die beiden Kordeln am Ende zusammengeknotet, sodass halt aber noch ein bisschen Platz ist. Dann habe ich den Knopf da durchgefädelt, durch beide Enden halt, die durch den Knoten dann entstanden sind. Und dann habe ich nochmal einen Knoten gemacht, damit der Knopf halt drin bleibt. Und schon ist der Teebeutel fertig. Dann müssen eure, also je nachdem, wem ihr das schenkt, entweder eure Eltern, Freundinnen oder Oma und Opa, einfach nur ein bisschen Teepulver da reinmachen und dann zuziehen und dann können sie den Teebeutel benutzen. Und nach dem Benutzen kann man den Teebeutel einfach ausspülen, trockenlegen und dann wieder benutzen. Und für den das Geschenk zu klein ist, der kann ja auch einfach den Tee dazu schenken, also das Teepulver. Das findet ihr also im Supermarkt, dann in der Drogerie und Teeläden haben sogar auch offen, weil es sind ja auch Lebensmittelmärkte. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblings-DIY, glaube ich. Und zwar habe ich das schon voll oft für meine Freunde gemacht und jetzt habe ich das für meine kleine Schwester gemacht. Und zwar ist das dieser schöne Bilderrahmen. Also hier ist ja ein Bild von uns und darunter ist das Lieblingslied von meiner kleinen Schwester. Das ist Dance Monkey gerade. Oder ist schon, also seit Dance Monkey rausgekommen ist, ist das ihr Lieblingslied. Auf jeden Fall fand ich das eine ganz süße Idee. Und für meine Freundinnen habe ich das halt auch schon gemacht mit ihren Lieblingsliedern oder mit Liedern,
Bildern, die uns verbinden. Dieser Bilderrahmen ist von DM, aber es gibt den auch bei IKEA oder auch von anderen Läden und die haben alle verschiedene Größen und eigentlich wollte ich euch eine Druckvorlage online stellen, aber dann ist mir aufgefallen, dass die ja alle verschiedene Größen haben und ich jetzt nicht jede Größe raussuchen kann und für jede Größe eine Druckvorlage erstellen kann. Deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich euch das einfach und das ist echt super easy. Also wenn ich das hinbekomme, dann bekommt ihr das auch hin. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie ich das gemacht habe. Zuerst habe ich das Lieblingslied von meiner Schwester auf Spotify rausgesucht. Und zwar, wie schon gesagt, ist das Dance Monkey und habe einen Screenshot gemacht von irgendeiner Zeit. Also ich habe jetzt 1 Minute 18 genommen, weil sie hat am 18.09. Geburtstag. Aber zum Beispiel habe ich bei einer Freundin, haben wir uns angefreundet im Juni und wir wissen sogar auch noch das Datum, wo wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben und dann habe ich einfach versucht, das so in die Zeit mit einzubringen, aber das müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch einfach irgendeine Zeit nehmen und dann habe ich halt, wie gesagt, einen Screenshot gemacht und den dann zurechtgeschnitten, sodass nicht der ganze Screenshot auf dem Bildschirm ist, sondern halt nur der Teil, wo halt dieses Play ist und wo man die Zeit sieht und dass es ein Lieblingssong ist. Dann gehen wir jetzt mal zu PowerPoint und da müsst ihr zuerst die Seite einrichten, weil eine PowerPoint-Präsentation ist ja immer im Querformat, aber wir wollen die ja im Hochformat und deshalb geht ihr dann auf Datei, Seite einrichten und drückt dann halt auf Hochformat. Und dann löscht ihr die beiden Textfelder raus, die da standardmäßig stehen, die braucht ihr ja nicht. Dann geht ihr auf Form und dann halt aufs Rechteck und fügt dann erstmal ein Rechteck ein in die Folie. Die Größe ist jetzt hier erstmal egal, denn im nächsten Schritt drückt ihr einfach auf die rechte Maustaste und drückt dann auf Form formatieren. Dann poppt da ein Fenster auf mit drei Symbolen und ihr geht auf das ganz rechte und drückt dann halt da drauf und dann könnt ihr halt die Größe einstellen und da müsst ihr halt gucken, welche Größe euer Rahmen hat oder am besten welche Größe das Glas hat. Und bei mir waren das 19,5 und 14,5, das habe ich dann da eingegeben, halt natürlich die 19,5 bei der Höhe und die 14,5 bei der Breite. Und schon habt ihr auf eurer Folie genau die Größe, die ihr braucht für euren Hintergrund. Um die Druckerpatronen bei meinem Drucker ein bisschen zu sparen, habe ich dann die Füllfarbe einfach weggenommen. Ich weiß gar nicht, ob das bei jeder PowerPoint, also bei jeder Präsentation so ist, dass die Füllfarbe da ist, wenn man eine Form erstellt. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und deshalb bin ich dann auf das erste Symbol, bin dann auf keine Füllung gegangen, habe das halt angeklickt. Und die Linien sind ja eigentlich immer da, aber falls die bei euch nicht sind, müsst ihr einfach auf Linien draufdrücken und dann auf einfarbige Linie und dann kommen eure Linien schon. Ich habe die Linie jetzt noch gestrichelt gemacht, aber das braucht ihr alles gar nicht. Danach habe ich meine Form einfach zentriert. Das war ja, also die Form war ja ziemlich weit rechts und die habe ich einfach in die Mitte geschoben. Das habe ich deshalb gemacht, damit danach alles schön zentriert ist und dann wiederholt ihr den ganzen Vorgang nochmal, nur mit einem kleineren Rechteck und zwar so groß, wie euer Foto sein soll. Und bei mir war mein Foto jetzt 10x10, das habe ich bei DM übrigens ausgedruckt. Da gibt es auch blöderweise nur zwei Größen für rechteckige Fotos und zwar einmal 15x15 und 10x10 mit weißem Rand. Also man hat dann nicht so dieses 10x10 Bild, sondern halt dieses 10x10 Bild mit einem weißen Rand, deshalb muss man das nochmal ausschneiden, aber das sind die zwei Größen, die es gibt. Dann müsst ihr noch den Screenshot, den ihr auf eurem Handy gemacht habt, auf den Computer übertragen. Ich habe das jetzt mit AirDrop gemacht, aber ihr könnt euch selber ja auch eine E-Mail schicken mit dem Bild drin. Das wird dann bei meinem Computer im Downloads-Ordner abgespeichert. Deshalb habe ich den dann im Finder geöffnet und habe das Bild dann halt einfach rübergezogen. Das geht ganz leicht. Dann habe ich den Screenshot nochmal zurechtgeschnitten, aber das müsst ihr auch nicht machen, wenn ihr euren Screenshot schon genau macht. Also ich habe das jetzt ein bisschen ungenauer gemacht, deshalb musste ich das noch zurechtschneiden. Dann habe ich auf jeden Fall das Bild schön angeordnet, also wieder mittig, sodass es halt einfach gut aussieht. Da müsst ihr halt selber entscheiden, wie ihr das schöner findet, wenn das Zeichner ein bisschen, also wenn die Schrift ein bisschen weiter näher am Bild ist oder ein bisschen weiter weg, das ist euch überlassen. Und jetzt müsst ihr das Ganze einfach nur ausdrucken, dafür geht ihr auf Datei und dann ganz runter, da steht dann Drucken und dann müsst ihr da eigentlich nur noch einen Schritt machen und zwar bei Papiergröße anpassen ist ein Haken, den müsst ihr wegklicken, weil sonst
kommt das Bild halt auf das, also wird die Papiergröße angepasst und das Bild wird größer, als ihr es eigentlich wolltet. Deshalb einfach den Haken wegmachen und dann auf Drucken drücken und dann habt ihr schon eure Vorlage. Ich habe die Vorlage dann auch noch ausgeschnitten. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr noch so ein bisschen Rand haben wollt. Aber ich finde es irgendwie besser, wenn das so clean ist und ich halt die Scheibe einfach drauflegen kann und dann direkt zeichnen kann. Dann habe ich zuerst die Schablone unter das Glas gelegt und erstmal das Foto draufgeklebt, damit ich weiß, wo das Foto halt hin muss. Und habe das Ganze dann drunter, also wieder zurückgeschoben und auf dieses Deckglas habe ich dann gemalt. Nicht auf das Glas, wo halt das Foto auch draufgeklebt ist, sondern halt aufs Deckglas, weil ich irgendwie immer Angst habe, dass wenn ich das dann reinschiebe, dann berührt die Schrift ja das Deckglas und dann habe ich irgendwie Angst, dass sich die ganze Schrift verschmiert. Deshalb habe ich das Foto dann wieder reingeschoben. Und dann habe ich unter den ganzen Rahmen, weil das Deckglas ist mit dem Rahmen verbunden, einfach wieder die Schablone gelegt und das dann das Ganze mit einem weißen Edding nachgezeichnet. Den Edding, den findet ihr bei DM, also bei unserem DM zumindest. Und in größeren Supermärkten gibt es eigentlich immer Eddings. Und meiner ist wasserfest, aber es gab eh nur einen weißen Edding bei DM, deshalb habe ich einfach den genommen. Und da habe ich dann das Ganze einfach nachgezeichnet. Und ganz wichtig bei mir, bei meiner Schablone, war jetzt dieses Herzchen, was da ist, nicht angeklickt. Also wenn man das Lied favorisiert, dann wird das Herzchen ja grün. Und da das ja ein Lieblingslied ist, habe ich das Herzchen dann ausgemalt, weil dann ist das sein Lieblingslied. Und wenn ihr dann einfach fertig seid mit dem Abzeichnen, dann könnt ihr die Schablone einfach, also könnt ihr das Bild einfach hinstellen und schon ist es fertig. Also ihr solltet es am besten noch ein bisschen trocknen lassen und dann könnt ihr es verschenken. Also ich bin da drin auch schon ein bisschen geübter, deshalb brauche ich nur so ungefähr 30 Minuten mit der PowerPoint inklusive das zu machen. Aber ihr könnt ja währenddessen immer, also genau wie beim Teebeutel, auch eine Serie gucken, dann geht das auch richtig schnell vorbei die Zeit. Und ich finde dieses Geschenk einfach super schön. Also ich habe das ja schon voll oft gemacht. Ich finde das einfach so eine gute Idee zu verschenken und sehr persönlich. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ihr könnt ja gerne unter meinem neuesten Insta-Post kommentieren, welches DIY bei euch am besten gefallen hat und welches ihr nachmachen wollt. Und falls ihr noch andere Ideen habt, dann könnt ihr ja gerne das auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht finden dann welche, die jetzt nicht ganz so zufrieden sind mit diesem Video, also die jetzt hier nichts Passendes gefunden haben, in meinen Kommentaren noch ein paar Ideen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Rest-Vorweihnachtszeit und frohe Weihnachten, weil wir sehen uns erst nach Weihnachten wieder, weil ich drehe auf jeden Fall ein Video über meine Weihnachtsgeschenke, weil ich hatte dieses Jahr keine Wünsche. Das wisst ihr ja aus meinem was ich mir für Weihnachten wünsche Video, also Anreize für euch. Deshalb bin ich umso mehr gespannt, was ich jetzt bekomme. Genau, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video.